ich muss nicht erst auf den Flyer raufgucken, sondern ich bin unabhängig davon, was irgendwie da noch an Programm ist. Und ich weiß einfach, da ist ein DJ, der es mir wirklich bringt. Also das mochte ich früher sehr irgendwo. Und für mich sind diese Clubs, wo das so funktioniert, sind auch eigentlich weltweit die Clubs, die wirklich an Bedeutung, also die dann Bedeutung gewonnen haben und wo auch die Clubs davor gegangen sind, die dann wirklich Bedeutung hatten, auch eine weltweite Ausstrahlung. Also wenn, ich weiß nicht, wenn ich für den Bergheim-DJ für den besten DJ halten sollte, aber und das ist natürlich auch eine Frage der Bezahlbarkeit, weil in dem Moment, wo so ein DJ jedes Wochenende spielt und so ein individuelles Profil entwickelt, wird dann natürlich extrem bekannt und extrem populär und wird dann auch gefragt und dann kommt der Club in die Probleme, den DJ weiterhin zu bezahlen, weil dann wird von außerhalb geboten und das wird dann immer mehr. Aber ich hatte als ich noch selber so viel Club und Partys irgendwie gemacht hatte, ich immer wieder das Problem, dass die wirklich krassen Resident-DJs, die irgendwo auf der Welt existierten, dass ich die gar nicht bezahlen konnte, dass von denen in Deutschland keiner kannte, irgendwo halt so einen französischen Resident oder so einen spanischen oder italienischen Resident, den konntest du nicht einfach aus dem Club buchen, weil der hat in seinem eigenen Club so viel Kohle bekommen, dass der nach Deutschland schon kaum noch mehr transportierbar war. Aber die wussten einfach, das ist die Basis, auf denen der Club funktioniert. Und der spezielle Sound, der in diesem Club wird, von diesem DJ getragen. Das ist ein bisschen ein Manko, den ich immer wieder anspreche, auch möglichst bei jeder Gelegenheit, wie auch jetzt. Ja, dazu kann ich aber sagen, es gibt ja auch ein verändertes Ausgehverhalten. Also wenn wir früher in einem Club waren, haben wir aufgelegt von 12 bis 7. Dann ging es weiter in einen anderen Club in die After Hour Walfisch oder sonst irgendwas. Und da gab es dann wieder zwei, drei andere DJs, die den Abend übernommen hat. Heute gehst du ja davon aus, du gehst irgendwie Samstagabend aus und gehst Sonntagmittags irgendwie aus dem Club raus. Da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass das nur zwei DJs bedienen. Also von daher mag das zwar bedauerlich sein, aber andererseits hast du auch ganz andere Parameter, die du bedienen musst. Und von daher ist es auch völlig normal, dass sich irgendwie die DJ-Bookings verändert haben. Und was ich noch dazu sagen wollte mit den großen, also in den 90ern ist ja auch irgendwann, sind die DJ-Gasen so explodiert. Ich habe davon auch gut profitiert. Und aber das war eine Zeit irgendwie, das war einfach ein Wahnsinn. In den 90ern hat das Geld auf der Straße gelegen. Heute sind die DJ-Gasen extrem runtergegangen. Also gut, es gibt immer noch die Top 20 irgendwie, die richtig absahen. Aber ansonsten kriegst du doch heute, also wenn es überhaupt noch Resident-DJs gibt, also dieses Phänomen ist ja auch ziemlich zurückgegangen, dann kriegst du die doch auch für ein Appel und ein Ei meistens. Ja, genau. Das ist genau das, was ich halt als Mango anspreche, dass eigentlich kaum noch ein Club wirklich seine Residenz herausarbeitet irgendwo, dass das wirklich so ein Ding ist. Ich meine, ich habe es ja nun in der Zeit, seit ich Techno-Partys mache, irgendwie halt immer wieder erlebt. Es ist selber selber gemacht, also auch beziehungsweise auch beobachtet und dass so ein DJ, der irgendwie als Newcomer anfängt, als No-Name anfängt, irgendwo halt, wie schnell das geht, dass derjenige dann wirklich irgendwie, wenn er an einem bestimmten Tag regelmäßig sein Publikum findet und dann auch den Laden voll macht und ganz alleine, egal wie der, was der spielt, aber einfach nur die Gewissheit der Leute, dass es gibt dann den Sound und darauf kann ich mich verlassen, dass ich wirklich die Musik, die ich mag, irgendwie höre und dass der DJ irgendwie, also die Leute auch mit dem DJ wachsen und dann an die Platten rankommen und so weiter. Ich meine, du selber bist zum Beispiel irgendwie mit dem Cyberspace irgendwie, das ist nun 1000 Jahre her, aber andere Beispiele sind so jemand wie Hausmeister oder wie Eva Casal, auch ein bisschen vergessen geraten, aber solche Konzepte oder Dixon, solche Konzepte gab es halt irgendwie zur Hülle und dass es jetzt irgendwie sowas gar nicht mehr gibt, zumindest in Deutschland irgendwie nicht mehr, also gibt es sicherlich noch irgendwie halt, aber da sind auch die Clubs, die dann richtig krachenvoll sind irgendwo, ich weiß nicht, wo wir jetzt in Frankfurt da so die Resident-Partys macht irgendwo, die jetzt nicht so kommerziell sind. Ja, aber das gibt's doch auch noch. Also Ricardo Villalobos hat ja auch in Frankfurt angefangen als Resident oder ein Ator oder so. Es ist ja nicht so, dass es das nicht mehr gibt. Nur weiß ich nicht, wie lange das her ist. Also Ata macht's heute noch. Ja, aber vielleicht ist einfach im Moment auch einfach nicht die Zeit. Also vielleicht ist momentan irgendwie Techno auch an so einem Punkt irgendwie, wo man ohne Medien recht groß ist. Und von daher natürlich auch eine extreme Fluktuation der DJs ist. Und das ist ja auch das Recht jedes DJs. Jeder DJ fängt als Resident an, will aber Größeres. Das ist ja jetzt gar nicht mal, dass man irgendwie sagt, oh, der böse Resident verlangt plötzlich mehr Geld, sondern das ist ja der Traum, jeden Residenz durch die Welt zu reisen. Und jetzt einfach zu sagen, der sollte mal lieber Resident bleiben, weil er spielt ja hier so tolle Musik, dann wirst du jeden DJ fragen können, sein Ziel wird es sein, irgendwie möglichst vielen Leuten irgendwie das präsentieren zu können.
Das ist halt eine Frage, wie man als Clubbetreiber seine eigenen Residents bewertet. Also wie man die Arbeit, die halt leisten, halt einstuft irgendwo. Und wenn ein DJ letztendlich nur dazu da ist, irgendwo halt um Gastronomieumsatz zu machen, dann mag das stimmig sein irgendwo halt. Aber es ist in meinen Augen halt falsch, weil es nicht der Realität entspricht und führt letztendlich dazu, dass man eben teuer zubuchen muss, dass man also immer gezwungen ist, wirklich teuer Leute zu buchen und die dann gleichzeitig ziehen müssen. Wenn man seinen Resident hat, der für den musikalischen Sound steht und der einfach schon der Zugpferd ist, dann kann man sich auch musikalische Experimente leisten, die jetzt keinen großen Namen haben oder nicht ziehen oder so, sondern weil man sagt, irgendwie, ich mache das jetzt einfach, weil ich darauf Bock habe. Und dann muss man aber eben auch anerkennen, dass der DJ, wenn er eine Weile zieht, wenn er eben Leute zieht, dass er dann auch vielleicht ein bisschen mehr Gage kriegt als der No-Name, der angefangen hat. Das ist irgendwie eine Entwicklung, die natürlich irgendwann eine Grenze haben muss, wo dann auch der DJ wieder entscheiden muss, irgendwie bin ich jetzt, wie loyal bin ich jetzt dem Club irgendwo, aber wie das passiert, was dem DJ passiert, wenn er das nicht macht, dafür gibt es auch gut genug Beispiele, wenn also ein DJ sich nicht an diese Resident-Vereinbarung hält irgendwo, dann ist er nämlich irgendwann völlig weg vom Fenster. Ich nenne es keine Namen, aber wenn man ans Berghain denkt, dann wissen wir auch, dass es da Leute gibt, die heute da keine Rolle mehr spielen, weil sie eben dann doch überall in Berlin aufgelegt haben. Genau, ich will jetzt nochmal einen weiteren Aspekt ansprechen, den du auch gerade schon angeschnitten hast, Tanit. Und zwar, es ging es ja sozusagen um dieses sehr bedeutsame Ereignis im Jahre 2001, der 11. September, sicherlich die meisten geläufig. Vielleicht könnt ihr beide euch auch noch irgendwie daran erinnern, wie ihr den Tag erlebt habt und vielleicht habt ihr auch irgendwie zwei Tage später irgendwo aufgelegt und sowas halt, ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, also an dem Tag selber bin ich durch Mitte gelaufen, ich hatte damals in der Torstraße, also hier knapp gegenüber, mein Studio, und da lief dann morgens der Fernseher und ich bin dann gleich durch die ganze Stadt gelaufen, habe geguckt, wie die Leute darauf reagieren, also weil ich mitkriegen wollte, was da mit Leuten vorgeht, wenn sowas passiert, weil es war ja in dem Moment, wo wir das gesehen hatten, wo es klar war, es war ein Terrorangriff, da hat man ja schon gewusst, okay, jetzt ändert sich was auf dieser Welt irgendwie. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ich habe danach aufgelegt, aber ich weiß auch nicht mehr wo, ich habe nur gemerkt, also irgendwie war so eine Spaßbremse überall drin. Also so ein richtig enthemmtes Feiern war danach irgendwie nicht möglich. Also auch wenn man gemerkt hat, die Leute wollten eigentlich sich nicht so sehr davon tangieren lassen, hat man halt doch irgendwie so eine Dämpfung gemerkt irgendwie, so dass halt irgendwie jeder gemerkt hat, okay, also irgendwas ist jetzt passiert und wir wissen noch nicht ganz genau, wie das auf uns einwirkt. So. Lustigerweise war ich 2000 bei diesem komischen Terroranschlag war ich in Ägypten und wir saßen da gegenüber von Saudi-Arabien am Roten Meer und haben in so einer kleinen Crew irgendwie halt mitten da in der ägyptischen Wüste, das war also nichts irgendwie in der Nähe, so ein Holländer hatte dann ein Handy an und sagte auf einmal, World Trade Center, ein Hochtrag ist gerade eingestürzt. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie war erstmal beklemmend, aber für mich hatte das keinen so ein. Das Ereignis hatte eigentlich eher für mich im ersten Moment natürlich die Angst, dass es irgendwie jetzt einen Weltkrieg geben würde, dass also Bush ganz grausam irgendwie halt sich irgendwie mit einem Atomschlag rechnen würde oder so. Diesen Verrückten war halt alles zuzutrauen. Ich bin sehr politisch interessiert und auch halte mich auch relativ gut informiert und wusste halt, dass der Typ nicht ganz richtig tickt. Aber ich habe natürlich auch gleichzeitig die Gefahr gesehen und sofort die Gefahr erkannt und dass was für ein unglaublicher dunkler Horizont sich da aufzieht, nämlich dass diese Überwachungsmächte in Deutschland diese Gelegenheit nutzen werden, um uns jetzt hier die Bürgerrechte irgendwie halt kaputt zu schießen, bis zum geht nicht mehr. Und ich meine, das mag sich heute noch kaum noch jemand daran erinnern, was es eigentlich damals für komische Gesetzentwürfe halt gegeben hat. Ich habe hier so einen Flyer mitgebracht, den hatte ich vorhin schon mal in die Kamera hingehalten. Aber es gab damals unter anderem halt die Vorstöße, auch von dem Innenminister Schilly war das, glaube ich, ne, zu der damaligen Zeit, dass man eben Veranstaltungen grundsätzlich irgendwie alle beim Innenministerium anmelden muss. Also jede Versammlung irgendwie über 25 Leute sollte irgendwie angemeldet werden und das sah aus, als würde sich eine unglaubliche Überwachung auch der Veranstaltungsszene entwickeln und irgendwie